Tesla Tauri. So. So, und damit wir das machen können, brauchen wir jetzt erstmal automatische Förderbandproduktion, sonst werden wir nicht fertig werden. Das heißt, wir werden hier mit den Förderband so raus. When putting a conveyor belt, all you need to do is determine the starting point and the end point of it. In addition, use the up arrow key to lift up one level and use the down arrow key to drop down one level after the conveyor belt is lifted. Press keypad 0 to reset the construction height of the conveyor belt to the ground. If you don't want the conveyor belt to be attached to the belt, you can try holding down the shift key. You built a smelter, which can smelt basic materials, such as iron ingots and copper ingots automatically, while you want to make the raw materials and products get in and out of it autonomously. You need to use sorters and conveyor belts. Ja, er hat es gerade erklärt. The sorter is a transportation connector of cargoes between facilities. It will automatically transport them as long as the supply facility and the receiving facility are bridged. Ach, das war jetzt ein Fehler. Das war ein Fehler, mach mal wieder weg. Okay. Zwar machen wir das hier weiter nach hinten. Denn ich möchte hier ein zweites Band haben dann für die Produkte. You have a building without recipe set. Please set the recipe you want. After selecting the recipe, you can use the less than key to copy the recipe and the greater than key to paste the next building that needs to set the same recipe. After selecting the recipe, you can use the less than key to copy the recipe and the greater than key to paste the next building that needs to set the same recipe. Ja, wie er gerade gesagt hat. Wir können quasi einstellen, was die machen sollen. Also hier gibt es halt verschiedene Sachen. Ich unterbreche das nochmal. Gibt halt hier Eisen, Eisenplatten, Magneten, Kupfer, Stein steht da zwar, aber ich würde es Beton nennen. Und halt Glas fürs Erste, was man schmelzen kann. Man kann natürlich aus Eisenerz jetzt kein Kupfer machen. Das geht nicht. Darum muss man schon das richtige Produkt auch einstellen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Jetzt werden wir erstmal ein paar Förderbänder craften müssen. Ein paar viele. Dazu bräuchten wir schon mal hier die Platten. Die werden ja jetzt schon geschmolzen, Gott sei Dank. Nehmen wir uns einfach raus. Was nehme ich mal alles raus hier in diesem Let's Play? So. Haben wir jetzt ganz, ganz viele. Von den Förderbändern. Denn hier geht es dann schon los. Hier brauchen wir nämlich parallel die ersten zwei Bahnen auf. Und sagen hier, ja, einmal raus, zweimal raus. Darum geht's nicht, weil ich keine Arme mehr habe. Ich brauche Arme. Hey, warum geht das Baumenü nicht weg jetzt? Arme brauchen wir natürlich auch. Komm, haben wir gleich immer 10 Stück, sobald es geht. So. Ja. Ja, solange bis es gebaut wird, kann ich ja schon mal checken, wie das dann weitergehen soll.
Ja, genau, hier ist dann noch schon die Hauptader. Ich lasse es jetzt alles mal eins zu weit gehen. Ich gehe zu weit in diesem Let's Play. Gehe ich viel zu weit. Das fahren wir auch so weit raus. Was hatten wir denn noch? Ah, da drüben haben wir noch Kohle. Nein, erst im Wasser raus. Also das mit dem Bauen haben sie richtig mega gut gemacht. Also man kann so weit wegbauen, wie man will, fast. Einzige Limitation ist halt, wie schnell die Drohnen dahin fliegen können. So, inzwischen sind die Arme fertig geworden. You can now click the planet thumbnail button in the lower left corner of the screen or press the M key to try the planet view mode. Hier machen wir eine kleine Änderung, und zwar bauen wir hier jetzt Magneten auf. Die Magneten schicken wir gleich auf zweite Front. So nämlich, was gebaut wird. Ah, Core Energy. Ich muss mal tanken. Mal kurz zur Tankstelle. Geh mal zur Tankstelle. Oh mein Gott, jetzt wird er langsam. Ja, Leute. Das ist ein Schleich-Let's Play. Dauert jetzt ewig, bis man einen Baum abgebaut hat, oder was? Mann, habe ich übersehen. Sorry. Tut mir leid. Es braucht jetzt auch so viel Energie, die Drohnen loszuschicken. Komm, ich muss rüber da. Ich muss da rüber schleichen. Es bringt sonst nichts. Komm schon. Komm schon. Ich will wieder husten. Ey. Ich werde langsam krank, glaube ich. Tut mir leid. Ich schneide es wahrscheinlich eh raus. Ja. Wir müssen jetzt immer wieder tanken, weil sonst haben wir keine Energie mehr. Und ohne Energie macht das Ganze keinen Sinn. Warum geht das zu? So. Weiter im Text. Hier drüben können wir jetzt das erste Mal was herstellen, glaube ich schon, oder? Und zwar wollten wir ja die Förderbänder bauen. Und um die Förderbänder zu bauen, brauche ich Zahnräder. Und um die Zahnräder zu bauen, brauche ich denn da? Zahnräder brauchen Platten. Platten. Gut. Brauche ich Platten. Und natürlich einen Ausgang. Ausgang muss ich craften. Sonst kommt da nichts raus. So. Energie ist auch schon fast wieder leer. Also die vom Anzug. Aber Kohle haben wir noch ein bisschen. Die ersten Zahnräder sind schon fertig. Und zwar können wir die hier rausgehen lassen. Dann nehmen wir jetzt zwei, weil die Distanz zu hoch ist. Denn dieser Greifarm, der muss ja immer vor- und zurückfahren. Das heißt, der muss ja immer die doppelte Strecke zurücklegen von dem Greifarm. Also dieser Greifarm muss die doppelte Strecke von dem hier zurücklegen. Also der ist dreimal schneller als der hier. Macht jetzt keinen Sinn, was ich sage, aber ich verstehe das dann schon irgendwann. So. Als nächstes ein Konstrukteur. Lö-Konstrukteur. Bauen wir mal 5 Stück, würde ich sagen. Und der baut uns dann unsere Förderbänder. Ja, soweit. Sieht das Ganze schon ganz gut aus. Hier nehmen wir mal das Kupfer raus. Da nehme ich mir da drüben mal wieder viel heraus. Viel Kohle. Denn ohne Kohle geht nichts. Wenn ich mich hier hinstelle, dann kann ich eigentlich alles abgreifen, oder?
Hier in der Mitte so. Ja, nice. Kann ich schön die Kohle abgreifen. Noch schönes Eisenerz. Und den Stein. Der Stein muss auch sein. Ja. Ja, ich weiß, der Anfang ist jetzt sehr, sehr, sehr schleppend. Aber darum würde ich ja auch gern das Ganze hier in quasi Zeitsprüngen euch zeigen. Nur den ersten Teil würde ich jetzt gern so aufnehmen. Soweit es geht. Ja. Ah, müssen wir noch warten, bis es fertig gebaut ist. Hier ein Lager könnten wir auch mal bauen. Storage MK1. Da könnten wir halt Sachen einlagern dann. Den Überschuss der Produktion quasi hier. Ja, die Drohnen. Eigentlich ziemlich lahm, ne? Das kann man später noch erforschen, glaube ich, dass die schneller sind. So, hier braucht man dann schon die blaue Forschung für. Hier braucht man auch die blaue Forschung. Hier auch. Achso. Bei den Upgrades, wie sieht es da aus? Mecha-Core. Ach guck, den könnten wir aktivieren. Das haben wir doch immer, oder? Das Zeug. Das können wir nicht machen. Komm, den Mecha-Core, den gönnen wir uns. Und zwar brauchen wir dazu 20 Platten. Wird auch schön gezeigt, was als nächstes aus dem Zweck gemacht werden kann. So, ist das jetzt fertig mit der Fabrik? Ja, die Fabriken sind fertig. Gut. So, aber das machen wir jetzt anders. Und zwar, die Fabrik soll ja dann... Das müssen wir jetzt intelligent machen. Also, die Fabrik soll ja dann jetzt die Förderbänder herstellen. Das heißt, die setzen wir hier hin. Wenn die Drohnen dann mal Zeit haben. Dann bauen wir uns ein Lager. Nur eins ist genug. Und hier stellen wir gleich ein, wir möchten Förderbänder. Förderbänder brauchen Zahnräder und Eisenplatten. Zahnräder haben wir gleich hier am Start. Eisenplatten haben wir hier. Jetzt seht ihr schon, die Ordnung hat gewonnen. Die Ordnung ist einfach key. Achso, nee, viel zu nah. Wieder weg. You built a storage, which can be used to store cargo. You can manually store or use the sorter to automatically stock the cargo. Ja, so müsst ihr hinhauen. Und zwar können wir jetzt hier den Arm raus. Sobald er das gebaut hat. Sobald wir wieder Energie haben in unserem Mech. Die ist nämlich auch schon wieder leer. Können wir über diese Arme das Produkt gleich rausliefern lassen. Und das wäre soweit bis zum Förderband. Das wichtigste Item in dem Spiel bis jetzt. Wie funktioniert das mit der Verteilung? Ah, der hat keinen Strom. Okay, der hat keinen Strom. Der hat keinen Strom, das ändern wir gleich. So, und jetzt wird es insgesamt wird wahrscheinlich der Strom zu wenig werden. Baue ich schon mal weise Voraussicht. Die paar Windturbinen. Denn wenn das eingelagert wird, dann wird natürlich Dauer produziert jetzt. Und wir sehen schon, die Platten gehen zu langsam rein. Die Zahnräder passen. Da die Zahnräder ja eigentlich dreimal so schnell reinfließen, machen wir jetzt für die Platten noch einen zweiten Arm. Und zwar hier. Geht das? Ja. Damit das ein bisschen runterläuft. Alles.
Jetzt müsste es dann passen, oder? Ja, kriegen allgemein zu langsam, aber ist jetzt nicht so schlimm. Seht ihr irgendwo eine Effizienzleiste? Nee. Gar nichts, ne? Um das Ganze effizienter zu machen, können wir nebenbei nochmal die gleiche Partie machen. Könnten wir, wenn hier nicht ein Problem wäre mit dem Erdezeugs. Kann ich das noch nicht? Ach, später kann ich dann nämlich das Wasser wegmachen. Wie lösen wir das jetzt? Ja, erstmal gar nicht, würde ich sagen. Komm, der hat schon 90 Bänder gemacht. Ja, komm. Nice. Ja, die 90 Bänder, die legen wir jetzt gleich. Bis zum Ecuador. Band auch. Und dann müssen wir noch vom Stein hinten ein Band legen. Denn Beton ist ja auch wichtig. Ah, but first. Könnten wir zuerst vielleicht ein kleines Storage brauchen, da am Kohle-Dings. Damit wir mehr Kohle abgreifen können. Denn so kann ich jetzt nur ganz wenig übernehmen. Immer nur 50, aber es wird ja viel mehr gehen. So, gib mir. Gib mir Storage. Gib mir. Noch nicht fertig. Gib mir. Komm. Alter, wie lange braucht denn der? Habe ich doch gerade gebaut, oder? Nicht? Doch. Da, jetzt habe ich ihn. Hä? Achso, das Förderband ist gar nicht verbunden. Guck. Ach, das ist jetzt aber mies. Das war doch. War das nicht? Das haben wir gleich. Haben wir gleich hier raus. Das ist ein komisches Eck dann. So. Das ist Storage. Ach, zu weit weg, zu weit weg. So, jetzt. Und da ist ein Ärmchen dann. Sobald das gebaut ist, sind meine Drohnen schon wieder. Die machen nur Blödsinn. Da kommen sie. .000 ist da noch drin in dem Vorkommen. Naja, die Ärmchen brauchen dann auch wieder Strom, sehe ich gerade. So, baut die Ärmchen, los. So, ja, die lagern das schön ein. Ah, ich mag das mit den Ärmchen. Das ist toll. In Satisfactory ist es so nervig mit den ganzen Verbindungen. So hast du eine weitere Ebene einfach. Kannst das Zeug quasi über andere Bände drüber heben. Richtig nice. So, jetzt mal richtig schön aufladen. Denn wir haben noch viel zu tun, meine lieben Freunde. Wir müssen ja noch vom Stein zum Äquator bauen.